Uns ist ganz oft dieses Vorurteil entgegengeschwappt, ja, Tiny Houses sind ja nicht die Lösung für bezahlbaren Wohnraum. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen ja gar nicht die Lösung sein. Aber an Orten, wo sonst kein Wohnraum in unmittelbarer Zeit entstehen würde, das ist doch besser, es entsteht ein Wohnraum als kein Wohnraum. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei uns im Tiny Pop-Up Projekt. Ich bin Jonas. Und ich bin Felicia, auch Mitgründerin vom Tiny Pop-Up. Wie ihr seht, ist im Hintergrund unser selbstgebautes Tiny House. Wir leben darin, aber wir machen auch Umweltbildung hier bei uns an dem schönen Gelände und provozieren in einer der teuersten Gegenden in Deutschland mit der Frage, ob weniger auch genug sein kann. Das ist unser selbstgebautes Tiny House, das Tiny Da Home. Wir haben selber gebaut, selber geplant. Wichtig waren uns ökologische Rohstoffe, also sprich Holzfassade, innen drin eine Hanf-Jute-Dämmung. Auch sonst haben wir geschaut, dass wir möglichst wenig Material verbrauchen. Das Ganze ist auf dem Anhänger gebaut. Sieht man hier gerade nicht, sieht man auf der anderen Seite die Deichsel. Aber hat auch schon zwei Umzüge hinter sich. Und ja, an der Fassade, da haben wir einfach Balkonkästen dran gemacht. Die haben wir von einem Hotel bekommen, wo sie ausrangiert wurden. Hier gerade unsere Erdbeeren, die jetzt am Kommen sind, mit einer Bewässerungsanlage, damit man weniger Wasser braucht, besser hinkommt. Alte Europaletten, die wir genutzt haben, halt um Sachen reinzupflanzen, finde ich immer ganz schön. Oben auf der Terrasse Solaranlage für größten Teil von unserem Strom. Auf dem Dach hat es nochmal zwei Paneele, die produzieren eigentlich größten Teil vom Jahr den Strom, den wir nutzen. Was haben wir noch? Balkontür und eigenen Eingang, kommen wir vielleicht später noch dazu, ist ganz praktisch, weil man dann den Dreck nicht direkt ins Wohnzimmer bringt. Wir heizen mit Holz, darum hier die kleine Holzbeige, noch mit Holz, was noch übrig ist, weil wir nicht viel gebraucht haben im Winter. Und auch ein weiterer ganz spannender Punkt ist noch auf der Seite, da ist unsere Pflanzenkläranlage und Fassadenbegrünung. Das heißt, wir reinigen unser Brauchwasser, also das Grauwasser. Das heißt, das ist das Wasser, was vom Abwasch, vom Dusche und so weiter, aber ohne Toilette, weil Toilette haben wir, Trockentrenntoilette ist was anderes. Das Wasser wird dann hochgepumpt, läuft da durch die Fassadenbegrünung durch und reinigt sich zum einen durch ein Filtersystem, also einfach durch die Erde und zum anderen eben durch Bakterien, die an der Wurzel sind. Und wenn es dann unten rauskommt, ist es eigentlich so gereinigt wie nach einer Kläranlage und man kann das zum Gießen wieder verwenden. Ja, und das hast dich vielleicht gefragt, was das noch ist. Das ist ein Solarluftkollektor. Das heißt, wenn die Sonne drauf scheint, erwärmt sich das da drin und durch den Fühler bläst das dann die warme Luft ins Haus. Und am alten Ort, wo wir standen, war hier an der Fassade zu wenig Sonne in der Früh. Und so konnte ich die halt dann besser nutzen. Habe den selbst gebaut, das war alles Restmaterial, was noch da war. Hat mich vielleicht noch 10 Euro gekostet. Kannst du auch kaufen für, weiß ich nicht, 300 bis 500 Euro, je nach Technik. Aber geht auch ganz gut und funktioniert. Also das wird richtig warm da drin. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ja genau, also wie kannst du Tiny House. Wir haben schon unseren eigenen Van ausgebaut oder sind schon länger halt auch so unterwegs auf kleinem Raum und durch den Van-Ausbau oder der erste Van, den wir selbst ausgebaut haben, hat man sich halt inspirieren lassen, hat YouTube-Videos angeschaut, Pinterest-Bilder, was weiß ich, Instagram. Da war halt die Vans, die dann kamen, und dann kamen halt bald auch mal so die amerikanischen Schulbusse und von denen ist man dann weiter zum Tiny House gekommen. Das fanden wir total spannend. Ich war da total fasziniert davon, so
sind wir eigentlich auf die Idee gekommen und haben uns da sehr schnell gesagt, das ist unser Ding, das wollen wir ausprobieren, lass uns das einfach mal machen. Genau, und neben diesen ganzen fancy Instagram-Bildern hat es natürlich auch eine sehr große politische Sprengkraft, dieses Thema Tiny Living. Ja, also hier in München oder auch im Süden von München ist es natürlich so, dass du dir auch von einem normalen Einkommen eigentlich schwerlich noch irgendwas Bezahlbares als Miete findest. Von Eigentum reden wir jetzt gar nicht. Und da ist natürlich dieses Thema Tiny House auch sehr mit Selbstbestimmung verknüpft, ja. Weil du einfach deine monatlichen Kosten so weit runterschraubst, dass du dir wieder ein Stück Freiheit zurückkaufen kannst. Ja, also das ist so das Thema bezahlbar, aber dann auch dieser ökologische Aspekt beim Thema Tiny House, dass du einfach in der Hand hast, wie du es baust. Ja, und dieses Verwenden von ökologischen Materialien, aber auch diese Faktoren, dass eben keine Bodenversiegelung stattfinden muss bei dieser Art zu leben, ist für uns eigentlich sehr, sehr toll. Und auch den eigenen Strom produzieren zu können, ja, mit dem Tiny House. Ja. Und dann Thema Flexibilität ist natürlich bei uns auch immer ein großer Punkt, dass wir uns für Tiny Living entschieden haben. Ja, das war vor allem auch am Anfang natürlich dann ein sehr starker Punkt, einfach mal zu sagen, naja, okay, cool, wir können unser Haus bauen, können das mal machen, müssen aber nicht wissen, wo es irgendwann mal hingeht. Also bleiben wir hier in der Region Bayern, geht es vielleicht doch mal in die Schweiz oder sogar ans Meer. Kann sich auch jetzt noch ändern, weiß man ja nie. Und man muss sich dann nicht auf ein Grundstück in dem Sinn festlegen. Also man hält sich da alle Optionen offen, obwohl man das eigene Haus hat. Dann kommt doch mal rein in unsere 18 Quadratmeter Villa über die Terrasse, an der wir sehr gerne gemütlich frühstücken. Und schwuppsdiwuppsdi sind wir im Wohnzimmer. Hier seht ihr die Couch. Das können wir auch zu einem Gästebett machen. Also dieser Raum hat eigentlich ganz viele verschiedene Räume in einem. Und zwar ist hier eigentlich das Büro. Kann man die Unordnung schön verstauen. Ist aber auch super zum Arbeiten. Kann hier meine Schreibtischplatte hochklappen oder runterklappen, kann hier die Unordnung wegklappen, habe so ganz viel Stauraum. Und hier haben wir die Couch, die können wir auch zu einem Gästebett machen. Da können wir hier die Hocker einfach dorthin stellen, die Polster von oben nehmen und dann haben hier eigentlich locker zwei Leute Platz, die bei uns im Gästebett schlafen können. Oben ganz wichtig, unser Lese- und Chillloft. Wir kommen leider viel zu wenig dazu, aber theoretisch wäre es da. Da kann man mit einem Seil hoch, sich hochhangeln. Und hier ist eigentlich so dieser Wohnzimmerbereich. Wenn wir ein Käsefondue machen mit über 10 Personen, haben wir hier einen Klapptisch, der sehr praktisch ist. Der füllt dann hier eigentlich den ganzen Raum aus, aber dort haben eigentlich locker 10 Leute Platz. Wird halt ein bisschen kuschelig, aber ist immer eine schöne Stimmung. Und generell wichtig war uns bei der Planung eigentlich, dass es ein sehr kleiner Raum ist, 18 Quadratmeter Fläche, dass es sehr hell ist und es wirkt eben durch diese vielen Fenster nicht so einengend, ja. Und was halt durch das Tiny House, diese niedrige Trailer, die halt möglich sind, ist halt gut, dass man eine zweite Ebene einplanen kann und dadurch macht es den Raum auch noch mal höher. Also hier das Schlafloft und hier oben eben dieses Lese-Chill-Loft und dadurch gewinnt der Raum eben noch an Größe, ja. Es war auf jeden Fall mal extrem viel Recherchearbeit, weil eben wir haben das vorher nicht selbst gemacht. Wir haben eben die Erfahrung, waren Van-Ausbau und okay, kleines Projekt im Vergleich. Und da geht extrem viel Zeit zum Recherchieren einfach mal drauf. Also was will ich überhaupt? Was ist uns wichtig? Da haben wir relativ schnell einiges gefunden, auch durch die Erfahrung bereits vom Van. Aber danach, wie ist so ein Wandaufbau, wie muss ich die Sachen angehen, wo kriege ich das Material her, da hat man total viel. Ja, und also die Challenge war einfach, dass viel liefermäßig voneinander abhing und dann war das aber schon eingeplant, aber das
Fenster oder der Boiler war noch nicht da oder der Ofen war noch nicht da, es wurde aber Winter, also so Sachen, aber es haben alles irgendwie hinbekommen. Und ja, was eigentlich ganz gut war, ist, dass wir uns die Zeit genommen haben und immer Wochenende und Urlaubweise gebaut haben und uns dann, wenn es mal nicht weiterging, dann auch mal 2 Wochen lang nichts am Tiny House gemacht haben. Und dann kommt Zeit, kommt Rat und Tat. Dann haben wir Freunde gehabt, die da irgendwie weiter wussten, oder wir haben halt dann Handwerker gehabt, die uns da geholfen haben, und dann war das alles irgendwie lösbar. Und die große Challenge war dann eigentlich eher eine Fläche zu finden, weil wir hier gedacht haben, ja, wir müssen, also am Anfang war klar, wir wollen mal in die Gegend München oder in die Stadt München, und dann haben wir einfach angefangen, Grundstücke uns rauszusuchen, die leer stehen, städtisch, staatlich, aber auch privat. Und wir haben dann naiv gedacht, wenn wir der Stadt genug Leerstandsflächen aufzeigen, dann können wir die doch bestimmt zwischennutzen. Dem war dann halt nicht so. Genau, wäre ja schade, wenn die Fläche nicht genutzt wird. Das muss die Stadt ja eigentlich auch so sehen. Naja. Ja, und jetzt sind wir vom Wohnzimmer eigentlich in die Küche geschwuppt. Wurde relativ groß, weil man halt ja auch viel unterkriegen muss. Ja, ganz wichtig, generell viel Stauraum. Also aus jedem Quadratzentimeter musst du eigentlich das als Stauraum nutzen. Ja, also ganz klassisch die Treppen, die für die Schubladen genutzt haben, für die Lebensmittel. Ja, hier so ein unförmiger Raum für die Öle und für die Gewürze. Ja, das ist sonst eher wenig genutzt, da wieder eine Schublade, weil man ja doch immer einiges an Zeug hat bei der Küche. Und ja, so diese erhöhte Boden ist eigentlich doppelter Boden. Da haben wir auch noch mal Stauraum drin, auch noch mal Schüsseln und so. Und natürlich ganz wichtig für unseren Hundi, die Nera, die hat hier ihr kleines Reich, wo sie sich eben verziehen kann. Es ist ja auch immer sehr wichtig, dass die Hunde einen Rückzugsort haben. Den hat sie schön unter der Treppe, das liebt sie. Genau, dann, wie kochen wir? Ja, wir dachten, Strom reicht uns nie zum Kochen. Deswegen haben wir anfangs eine Gasplatte installiert. Die nutzen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir haben dann, wo wir gemerkt haben, wie viel Strom wir eigentlich mit diesen wenigen Paneelen produzieren, uns eine Induktionsplatte noch zugelegt. Die nutzen wir eigentlich größtenteils zum Kochen. Und da wir im Winter ja mit Holz heizen, also wir brauchen circa 2 Stär pro Jahr, das ist sehr wenig. Aber der ist halt dann da, und das heißt, wenn im Winter Wärme da ist, dann kochen wir da drauf, und unser Warmwasser produzieren wir halt unter anderem mit einer sehr alten Methode, aber sie funktioniert bei uns sehr gut, ja, also mit der Abwärme des Rauchrohrs vom Holzofen. Das ist so ein sogenannter Rauchgasboiler, mit dem machen wir im Winter warm Wasser, im Sommer geht es über Solarthermie und im Frühling und im Herbst, aber im Winter ist eben das einfach mega leistungsstark. Ja, also hätten wir auch so nicht gedacht. Ja, und die Küche haben wir so selber gebastelt. Da ist der Jonas, hat sich da wirklich toll mit den Schubladen auseinandergesetzt. Ich bin da zu wenig genau. Und ja, ganz wichtig für mich auch eine Spülmaschine, weil wir beide Abspülen hassen und deswegen die gerne einschalten. Und genau. Uns ist ganz oft dieses Vorurteil entgegengeschwappt, ja, Tiny Houses sind ja nicht die Lösung für bezahlbaren Wohnraum. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen ja gar nicht die Lösung sein, aber an Orten, wo sonst kein Wohnraum in unmittelbarer Zeit entstehen würde, das ist doch besser, es entsteht ein Wohnraum als kein Wohnraum, ja. Also du kannst ja nicht mit der totalen Lösung kommen, weil die gibt es ja am Wohnmarkt nicht, ja. Und Tiny Houses ist ganz kleine Nischenlösung, es soll ja nicht jeder in einem Tiny House leben, aber dort, wo sonst eh nichts passiert, ob kurzzeitig für 1 bis 5 Jahre, ja, auf einer Zwischennutzung, oder im Erbbaurecht für länger, weil dort nichts passiert, auf diesen Freihalteflächen. Dort macht es eben schon zum Großteil Sinn. Und da sind wir mittlerweile so weit, dass es die Politik versteht. Aber da am Anfang, wo wir gesucht haben, waren die Argumente noch nicht so da. Und dann so, ja, nee, Tiny Houses, das machen wir nicht. Mittlerweile ist es ganz klar da, hey, Nischenlösung. Nicht als Ersatz für ein Hochhaus natürlich, nicht in einem Marienplatz, aber in den ganzen Einfamilienhausgebieten kannst du eben schon toll mit Tiny Houses nachverdichten. Ja, das Zweite war, es hat sich niemand zuständig gefühlt. Also man wurde da von einem Ort an den anderen geschickt, und keiner wusste so recht, was er jetzt damit anfangen soll oder wer jetzt zuständig ist, und ja, keiner wollte sich da zu weit aus dem Fenster lehnen. Darum sagt man dann lieber mal nein, als dass ich dann vielleicht etwas mache, was ich nicht hätte machen sollen. Und
da ja so das Bild von Asterix, wo er da von einem Dings zum anderen Passierschein. A38. Genau. Ungefähr so kommt man sich da dann halt vor. Ja, ich denke, in der Zwischenzeit hat sich da viel getan, auch durch politische Arbeit von Vereinen wie dem Verein Kleinwohnform, den ich in der Schweiz mitbegründet habe, oder dem Tiny House Verband Deutschland, dass da, oder auch unsere aktive Arbeit natürlich hier in der Gegend von München, dass da halt das Bewusstsein wesentlich größer wurde oder eben auch so die Klarheit, wie kann es gehen, immer mehr da ist und man eben nicht mehr ganz so krass hin und her geschickt wird. Ja, und also wir machen ja auch, also wir laden hier ja auch nicht nur Schulklassen ein und machen Umweltbildung, sondern eben auch für die Politik und für so Architekten, Ingenieure kann man, dass man da einfach diesen Vorteil herausstellt, dass sich da mal was tut. Und die meisten Anfragen, die wir von Privatleuten eben bekommen, ist einfach immer diese Grundstücksthematik. Deswegen haben wir einfach angefangen, dort für Leute, die sich das wirklich ernsthaft überlegen, als wirklich Erstwohnsitz zu nehmen, nicht irgendwie als Ferienhaus, weil da ist es, das sehen wir nicht so, diesen ökologischen Vorteil, ja, wenn du mehr Wohnraum brauchst. Aber für Leute, die sich das wirklich ernsthaft überlegen, machen wir mittlerweile so Intensivaustausch, wo es wirklich dann auch um Paragraphen geht. Hey, wie kriege ich das hin? Dann kommen wir jetzt von der Küche ins Bad. Ja, es ist sehr schnucklig, aber wir können da sogar zu zweit drin Zähne putzen. Was für den einen oder anderen wahrscheinlich neu ist, ist eine Kompost-Trenntoilette zu sehen. Ja, also die funktioniert komplett ohne Wasserverbrauch. Allein dadurch, dass eben der Urin und der Fäzes, also das Feste, wird voneinander getrennt. Dadurch ist viel weniger Geruchsbildung. Außerdem haben wir einen Ventilator, der die ganze Stinkeluft nach draußen befördert, und haben eben so, sparen uns eben so pro Person 40 Liter Trinkwasser am Tag. Sponsor des heutigen Videos ist Trobolo. Als ich mein Wochenendhaus gekauft habe, stand schon keine herkömmliche Toilette mehr drin. Sie ist wohl irgendwie kaputt gegangen. Aber da ich ohnehin kein Fan von Wasserklo bin, weil 10 Liter Trinkwasser pro Spülung einfach viel zu viel sind, habe ich mich für eine Trockentrenntoilette von Trobolo entschieden. Aus zwei Gründen. Es ist eine extrem hochwertige Verarbeitung, und bei der Tiny Blüm von Trobolo gibt es keinen Urinkanister, der manchmal überläuft, wenn man nicht aufpasst. Alles schon passiert. Dieses Rohr führt direkt in den Untergrund zur Kanalisation. Falls euch das System einer Trockentrenntoilette nicht bekannt ist, hier eine kleine Erklärung. Flüssiges und Festes wird getrennt und so entsteht kein Geruch. Vor allem auch, weil der eingebaute Ventilator schlechte Luft einfach nach draußen pustet. Das Feste sammle ich in einem Sammelbehälter, um es dann später mit Mikroorganismen in Humus zu verwandeln, um es dann zurück in den Kreislauf zu bringen. Der Aufbau war super einfach, denn eigentlich gab es gar keinen. Ich habe mich mega gefreut, dass ich sie quasi direkt benutzen konnte. Und ganz ehrlich, von allen Trockentrenntoiletten, die ich bisher gesehen und benutzt habe, ist die Trobolo tatsächlich meine Nummer 1. Sie ist extrem hochwertig und vom Design einfach unschlagbar. Dann ganz normal eine Dusche, kleines Waschbecken, Stauraum für Kosmetikartikel und eigentlich alles, was man so braucht. Und was wir uns überlegt haben bei der Planung, Bad, wie oft am Tag ist man im Bad? Ja? Wo verbringt man die meiste Zeit? Im Bad am wenigsten. Deswegen ist es für uns vollkommen okay, dass das Bad so klein ist und das Wohnzimmer und die Küche, der man sich einfach mehr am Tag aufhält, einfach ein größeren Raum beansprucht, weil man dort ja oft ist, ja. Und ich bin jemand, wenn ich Zähne putze, ich nehme dann meine Zahnbürste und hocke mich dann halt auf die Couch, ja. Oder gehe durchs Tiny House. Ja, aber, also wir sind eigentlich mit dem Bad sehr zufrieden und auch mit der Trockentrenntoilette. Ich hatte da am Anfang eigentlich sehr große Vorbehalte, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es nicht stinkt, wenn dieser Kackeimer in Anführungszeichen im Tiny House steht und dort dann halt ein paar Tage steht, bevor er geleert wird. Aber es ist wirklich durch diesen Ventilator und durch diese Trennung von fest und flüssig total unproblematisch. Ja. Und es wird eben kompostiert 2 Jahre lang und danach habe ich eben Humus für Blumen oder auch für Zucchini, die ich dann anbauen kann. Ja, also das haben wir schon getestet, da ist wirklich kein Problem. Und wir arbeiten auch mit Compotoy zusammen, die eben ökologische Trockentrenntoiletten produzieren. Und die haben uns das auch bescheinigt, dass das wirklich unproblematisch ist, das so zu machen.
grundsätzlich muss man mal, auch wenn es prinzipiell mobil ist, wenn ich drin wohnen will, alles einhalten wie für eine Immobilie auch, obwohl es ja eine Mobilie, sagen wir immer. Ja, eine Mobilie ist also ein mobiles Haus, aber ich muss trotzdem alles einhalten. Das heißt, da geht es von Punkten wie Grenzabstände, die gegeben sind, Bebauungslinien, Bebauungspläne, also in was für einem Gebiet darf was gemacht werden. Das kann eine Vorschrift über Dachform sein oder Höhe von Gebäuden, die in dem Gebiet akzeptiert ist oder nicht akzeptiert ist. Also das sind alles solche Punkte, Bebauungsziffer, wie viel von dem Grundstück darf überhaupt bebaut werden. Ja, also großer Punkt, wo wir sehen, ja, Tiny Houses können Restflächen nutzen, die sonst nicht mehr genutzt werden können. Riesenvorteil, weil sie für ein normales Haus zu klein sind. Für ein Tiny House kann es je nachdem noch reichen. Trotzdem sind da Vorschriften, also mit zu wenig Platz komme ich doch nicht aus, weil ich dann vielleicht die Grenzabstände nicht mehr einhalten kann. Also da gibt es schon einiges zu beachten. Haben wir eben auch mal eine Checkliste zusammen mit einem Verein erstellt, die wir eben an dem Intensivaustausch zum Beispiel dann halt Schritt für Schritt durchgehen. Also ein großer Vorteil, haben wir jetzt hier gemerkt, in Pullach ist einfach, es gibt ja in der Bayerischen Bauverordnung diese Regelung von den 75 Kubik, und wenn du eben unter diesem Raumvolumen bist, dann hast du ein vereinfachtes Verfahren. Du musst natürlich alles einhalten, aber der Verwaltungsaufwand ist geringer. Das bedeutet auch für die Gemeinden, sie haben weniger Aufwand, um diesen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, weil sie das direkt einfach mit dem Bauamt vor Ort in der Gemeinde regeln können und nicht noch dieses Landratsamt mit einschalten müssen. Und deswegen geht es auch sehr schnell. Natürlich kannst du auch ein Tiny House über 75 Kubik haben, dann hast du halt einfach diese Baugenehmigungspflicht und musst dann eben Landratsamt mit einschalten. Das macht es nicht unmöglich, aber es ist halt dann wieder mehr Verwaltungsaufwand. Und wir sind ja eigentlich bei dem Thema, dass wir wieder weniger Verwaltung brauchen und weniger Vorschriften, um das Bauen und das Wohnen einfach günstiger zu machen, einfach ein Zurück wieder zum Einfachbauen, auch was die ökologischen Baumaterialien betrifft, um da einfach ja, wieder bezahlbar zu werden. Genau, also hier am Ort im Gespräch mit der Gemeinde war ganz klar, eben neben den Grenzabständen, vor allem auch die Anschlusspflicht noch, habe ich vorher nicht erwähnt, dass man ans Kanalnetz angeschlossen ist, das klar ist, vor allem eben auch, wo geht das Abwasser hin. Das ist etwas, was der Gemeinde extrem wichtig ist, haben wir machen lassen, da sind wir ganz normal angeschlossen. Und das war einer so der Punkte, die da halt wirklich ganz klar waren. Da ist eindeutig, das müsst ihr machen. Dann ist hier unser Schlafbereich, ja, unser Schlafzimmer, in dem wir uns eigentlich ziemlich wohlfühlen und eigentlich auch ganz oft frühstücken. Hier dann mit Blick in den Garten oft sind und einfach den Ausblick genießen. Und ja, ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Minimalistin hier bezeichnen, weil ich doch sehr viel Zeug habe, aber einfach kurz, wo ist was? Also meine Bücher versuche ich halt immer irgendwie irgendwo unterzubringen, also Jonas und ich. Und dann sind hier eigentlich in den Boxen unsere Kleidung drin, in diesen beiden. Und hier ist der Kleiderschrank, den wir auch aus Restholz gebaut haben, wo eben alles immer Platz hat und die Unordnung kann wie beim Schreibtisch auch immer schön versteckt werden. Das ist mir immer sehr recht. Und ja, die Kinder staunen immer, wenn wir Führungen machen, dass wir doch einen Fernseher haben. Aber sie fragen uns dann immer, ja, wo ist denn unsere Playstation? Das vermissen die natürlich immer. Oder diesen Riesenfernseher. Ja, das ist so die zwei Sachen, die die Kids oft nennen. Ja, also das muss ja unbedingt ins Tiny House, ein Riesenfernseher und eine Playsee. Ja. Und ansonsten ist es hier einfach ein sehr gemütlicher Ort. Das hat eigentlich sehr viel Platz und ganz wichtig, wieder halt viel Stauraum zu schaffen. Hinsichtlich der Planung haben wir schon überlegt, ob wir das Schlafzimmer unten machen sollen oder ob es oben ist, aber es ist einfach oben sehr gemütlich. Wegen der Wärme im Sommer ist es hier natürlich schon im Sommer warm. Wir haben aber Rollos, mit denen wir abdunkeln können. Dann können wir die Wärme eigentlich sehr lang draußen halten. Und durch dieses Dachfenster
können wir die Wärme eigentlich sehr schnell raustransportieren. Wir haben hier eben auch ein Rollo, dann können wir auch nochmal verdunkeln, dann hält man die Wärme eigentlich relativ lang draußen im Sommer. Im Winter ist es wieder von Vorteil, dass es oben ist, weil hier wird es natürlich als erstes warm. Und was wir nicht bedacht haben, ist, dass durch den Holzofen wird es dann halt sehr heiß irgendwann. Also dann haben wir hier drin Sauna. Deswegen auch dieser Wärmevorhang, ja, den ziehen wir dann. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, dass wir dann im Winter vom Holzofen die Wärme draußen lassen können, dass man eben auch angenehm schlafen kann. Weil es wird dann schon 30 Grad hier drin im Winter und relativ schnell. Ein kleiner Raum heizt sich halt sehr schnell auf. Dann funktioniert das eigentlich auch sehr gut. Wo wir wirklich was ändern müssen, ist bei dem Dachfenster, weil da haben wir einfach den Fehler gemacht, auf den Preis zu schauen. Und wie viele wahrscheinlich wissen, billig kommt eben auf lange Sicht dann doch sehr teuer. Und wir müssen dieses Dachfenster bald austauschen. Also es war am Anfang ja nicht geplant, dass wir uns so öffnen, ja. Das war eigentlich, wir wollten am Anfang eigentlich nur wohnen, ja. Das hat sich dann einfach mit der Zeit so ergeben, weil wir gemerkt haben, es interessiert sehr viele Leute und das Thema Tiny Living tangiert eben ganz viele unterschiedliche Gruppen, ja. Und viele kommen zu diesen Umweltschutzthemen oder Ressourcenschonungsthemen durch dieses Tiny House das erste Mal in Berührung, weil dieses Tiny House einfach so schnucklig aussieht, ja, und das sind dann auch Leute, die sich vorher noch keine Gedanken gemacht haben. Und da fand ich es einfach ganz spannend, welchen Austausch sich dort einfach ergibt, ja, mit verschiedensten Zielgruppen. Wir haben ja auch Schulklassen da, das war einfach ein Anliegen, weil Jonas ja auch Grundschullehrer ist, da auch in die Umweltbildung zu gehen. Und da einfach bei der jungen Generation anzusetzen, für die noch Hoffnung besteht, die sich einfach ganz verständlich über die Umwelt Gedanken machen. Ja? Für die ist es ganz klar, dass wir die Arten schützen müssen, dass wir uns Gedanken machen, wie das alles so läuft mit Müll, mit Wasser, mit Strom. Für die ist das selbstverständlich. Ja? Also das gibt uns auch immer gut Hoffnung. Mhm. Ja? Und dann haben wir natürlich auch die Formate, wo wir unser Wissen hinsichtlich Tiny Living weitergeben, auch für Leute, die sich diesen Wohnraum, diese Art zu leben, wirklich auch überlegen. Und da ist es einfach auch so, dass wir viele Frauen haben, die das erste Mal ihren Rentenbescheid in der Hand halten und dann mal ins Grübeln kommen, ja, und dann überlegen, wie hoch ist meine Rente und wie viel zahle ich eigentlich Miete, und dann merken, ja, okay, ich zahle eigentlich mehr Miete, als dass ich mal Rente bekomme. Und dann beschäftigst du dich halt gezwungenermaßen mit alternativen Lebensformen, die du noch irgendwie leisten kannst. Also hier ist die Kräuterspirale. Was ich immer ganz toll finde, ist, wenn man Pasta kocht und dann seine eigenen Küchenkräuter eben ernten kann. Ja, also wir haben hier eigentlich ganz viel angebaut, was wir auch selber einfach gerne nutzen. Also wir haben nicht den Anspruch, hier jetzt Selbstversorgung zu machen. Ja, diesen Anspruch bei diesem trockenen Boden und diesen trockenen Sommern habe ich nicht. Aber so die paar Sachen, die man einfach gerne in der Küche verwendet. Also Zucchini selber anbauen, ein paar Kürbisse, Erbsen, Bohnen. Ganz wichtig die Kräuter. Hier auch ein frisch angelegtes Kräuterbeet, das auch bald zum Insektenhotel wird. Also oben eben Kräuter, ein paar Blumen, und unten werden wir das dann noch als Insektenhotel mit verschiedenen Hohlraummaterialien füllen, dass wir da eben auch viele Wildbienen anlocken. Die Hochbeete hier haben wir hingestellt, da haben eben so ein bisschen Salat, Kapuzinerkresse, Schnittlauch, Rucola ist noch drin. Hier Zuckerschoten, die ich immer gern noch in Salat reingebe oder für eine Reispfanne, seht ihr hier. Und da eben so Hügelbeete, hier testen wir uns gerade so ein bisschen aus, welche Stauden denn hitzeresilient sind. Ja, also diese verblühte Hortensie nicht. Ja, die braucht einfach zu viel Wasser. Wir schauen jetzt einfach mal, was durchkommt. Also Ziel ist eigentlich, so einen Staudengarten zu haben, mit dem wir eher wenig Arbeit haben, anstatt jetzt Blumen hinzusäen, wo wir uns jedes Jahr immer frisch drum kümmern müssen. Mal schauen, ist es jetzt frisch angelegt. Hier auch so ein paar Blumen, Sonnenblumen, Minze nehmen wir immer ganz gern für einen Tee. Da hoffen wir, dass die sich gut durchsetzt. Und was ihr da noch seht, also dieses frisch getrocknete Heu liegt einfach da drauf auf dieser nackten Erde, dass wir eben nicht so viel gießen oder eigentlich gar nicht gießen müssen, weil ich eine faule Gärtnerin bin. Und durch dieses Mulchen, nennt man das, verdunstet eben nicht so viel Wasser am Boden, und in den Boden gelangen zusätzlich Nährstoffe, und ich spare mir eben auch Arbeit, und es kommt auch wenig Unkraut durch. Also es ist eigentlich 3 in 1.
dann hier relativ frisch angelegt ist der Zucchini-Kürbistunnel. Hier ist ein bisschen permakulturmäßig angelegt, dass in der Mitte Bohnen sind, die ja Nährstoffe abgeben, und links und rechts Zucchini und Kürbisse, die halt sehr viele Nährstoffe ziehen, sich das gegenseitig ergänzt und hier dann so hoch rankt. Ich habe dann natürlich die Rechnung ohne die Schnecken gemacht, die haben hier sehr gewütet. Jetzt schauen wir mal, was da übrig bleibt, aber ein bisschen was blüht schon. Genau. Also die Frage danach, was uns fehlt, die kommt immer und ich weiß nie, was ich drauf sagen soll, weil ich durch dieses Projekt und das Tiny House eigentlich viel mehr hinzugewonnen habe an Kontakten, an tollen Erfahrungen und mir eigentlich nie einfällt, was mir wirklich fehlt, weil ich das als Mehrwert sehe, was ich alles erleben darf und wie toll das ist, einfach den eigenen Strom zu haben, zu produzieren, da schonend mit Wasser umzugehen und einfach das so ganzheitlich zu leben. Und ich misse trotzdem nichts oder ich vermisse trotzdem nichts. Ich habe mein Hobby hinzugewonnen, ja, das Gärtnern, was ich nie gedacht hätte, weil ich eigentlich nie mit Pflanzen umgehen konnte oder mir das eigentlich nie wichtig war. Aber irgendwann bist du halt dann angefixt, wenn deine erste Zucchini kommt, die dann auch noch richtig gut schmeckt und du deine täglichen Kräuter ernten kannst, dann bist du halt süchtig, ja, und dann machst du halt weiter. Deswegen, ich habe eher mehr hinzugewonnen, als dass ich irgendwas vermisse. Ja, also auch, das ist eben wirklich immer gefragt und ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass mir was fehlt, eben im Gegenteil. Also wir haben schon überlegt, mal eine Liste anzustellen oder mal einen Blogbeitrag zu machen, mit was wir durch das Projekt alles gelernt haben. Ja, und das geht dann viel weiter als eben jetzt ein Aufbau von einer Wand, wie mache ich das oder wie baue ich das Tiny House, sondern das geht von, wie diskutiere ich mit Politikern, wie baue ich eine Homepage, zu wie gehe ich mit der Presse um. Ja? Das sind massenweise Themen, die da für uns neu, durch das Projekt neu dazugekommen sind und die hochspannend sind. Ja, und das ist jetzt ganz neu unser Geodome, also eine geodätische Kuppel, das ist die Konstruktionsart von dem Ding. Wir haben das jetzt zum Ressourcenpavillon eigentlich gestaltet und Überlegung war, oder gesehen habe ich schon ein paar Mal, wir waren in Portugal zum Surfen und an den Platz geraten, der hatte eben so einen und ich fand das eine total faszinierende Konstruktionsart. Haben wir dann selber noch ein bisschen überlegt, wie man es machen kann, dass man es auch wieder abbauen und wieder zusammenbauen kann. Die Folien sind von der Gärtnerei nicht mehr gebraucht und das Ding nutzen wir jetzt, wenn wir Führungen machen, Workshops hier haben, Schulklassen hier haben und es mal regnet, weil du kriegst einfach nicht die ganze Schulklasse im Tiny House rein. Und so kannst du halt dann hier eben den Raum nutzen, hast so einen Außenraum noch, den man gut nutzen kann. Und eben durch die ganzen Ressourcenplakate, die wir mal für eine Ausstellung gemacht haben, die kommen hier drin jetzt ganz gut zur Geltung. Das ist ganz spannend, das als Ressourcenpavillon zu nutzen. Visionen ist für uns sicher mal so das eine, eben, dass wir jetzt halt weiter und vermehrt durch unser Projekt Themen weitergeben können, die uns wichtig sind. Also was wir gestartet haben, was wir machen eben durch die Schulworkshops oder auch wenn meine Firma da ist, dass wir so Sachen weitergeben können, dass wir das vielleicht auch vermehrt machen können. Politisch auch das im Bereich Tiny Houses zu meinen, dass es da weitergeht. Das ist auf einem guten Weg, da ist schon viel gegangen in den letzten Jahren. Dass klarer wird, wie geht's, dass es einfacher wird. Wohnraum, dasselbe, dass wir unseren Teil dazu beitragen können, um auf Themen aufmerksam zu machen. Genau, also dieses Thema, dass halt einfach beim Thema Wohnen die Bezahlbarkeit nicht mehr gegen die ökologischen Aspekte ausgespielt wird, sondern dass es zusammengedacht wird, weil das ist möglich. Und es ist auch wichtig, dass das gemacht wird und dazu müssen wir einfach auch wieder einfache Lösungen finden, wie man einfach leben kann, ja, ohne Abstriche beim Komfort zu machen. Das ist möglich, muss nicht immer der höchste technische Standard sein, es muss nicht immer jede DIN-Norm nochmal fünfmal Ergänzungen haben, sondern wir müssen wieder zurück zu Low-Tech, zu einfachem Bauen, um
ökologisch und bezahlbar eben zusammen möglich zu machen. Als wir hier angekommen sind oder respektive schon vor wir hier angekommen sind, war uns ganz wichtig, da eben nicht einfach mit der Tür ins Haus zu fallen oder mit dem Haus in den Garten zu fallen, sondern halt eben die Nachbarschaft einfach schon mal gut zu informieren. Wir haben Flyer in der Nachbarschaft dann eingeworfen. Hey, wird jetzt ein Tag laut, weil wir Kanalanschluss legen müssen. Ein Tag im Vergleich zu einem anderen Bau natürlich nichts. Und haben vor allem auch die Nachbarschaft direkt, also gerade so eine halbe Woche, nachdem wir angekommen sind, zu einem kleinen Begrüßungsapero eingeladen. Das wurde auch ganz gut angenommen. Also die kamen da ganz gerne, waren natürlich gespannt, was jetzt da kommt. Da war teilweise schon auch eine Skepsis da in der Nachbarschaft. Die hat sich dann aber sehr bald auch gelegt, weil wir einfach offen auf die Leute zugegangen sind. Einige waren schon involviert von Anfang an. Und das ging eigentlich dann erstaunlich gut, oder? Sehr, ja, also gut. Wir haben gemerkt, so ein Tiny House bringt die Leute auch irgendwie zusammen und bringt die Nachbarschaft zusammen. Also ein paar haben sich vielleicht auch durch uns dann kennengelernt, weil man dann ja auch mitgeholfen hat und sich dann auch gegenseitig beim Glühwein vor Weihnachten, beim Glühweintreffen dann einfach mal kennengelernt hat. Und das ist auch genau sowas, was eine Nachbarschaft auch ausmacht, dass man füreinander da ist und die Leute kennt und dann auch helfen kann, ob es jetzt Schneeräumen ist oder mal beim Einkaufen was mitbringen, dann auch füreinander da ist, weil niemand lebt nur für sich in seiner Insel, in seinem Haus, sondern es ist ja auch wichtig, da aufeinander zu schauen und niemanden allein zu lassen.